Überbevölkerung und Dichtestress, die Schlagworte werden wir im Vorfeld von der Ecopop-Abstimmung noch häufig hören. Für mich sind die Grünen eine weltoffene, humanistische Bewegung. Und ich wollte im Buch eigentlich aufzeigen, wie die Bewegung von rechts unterwandert ist. Bei der Recherche bin ich auf unheimliche Wurzeln gestossen. Beziehungen zwischen Naturschützer, Bevölkerungspolitiker und Eugeniker. Mir ist geschmunkelt worden. Was ist eigentlich die Umweltbewegung? Stellt sie die richtigen Fragen? Grenzen vom Wachstum. Was meint man da damit? Sind es wirklich die Anzahl Menschen auf dieser Welt? Ist es vielleicht der Verbrauch an Land? Sind es die Rohstoffvorräte, die langsam zu Ende gehen? Die Kritik an der Ausbeutung des Menschen gehört für uns zusammen mit der Kritik an der Ausbeutung der Natur. Wie können alle Menschen auf der Welt ein gutes Leben führen? In Afrika, in Europa, in Amerika, in Asien, in der Stadt, auf dem Land? Das sind die Fragen, die wir diskutieren müssen. Unser Buch ist ein Plädoyer für den Ausbruch aus vielen Zwängen. Wir glauben, dass die Menschen nicht nur die Mittel haben, ihre Zukunft zu zerstören, sondern auch sie zu gestalten, selbstbestimmt und solidarisch. Aber für unser Buchprojekt brauchen wir auch deine Unterstützung. Hilf mit! We make it!